Hallo, Freunde des virtuellen Fliegens und vielleicht auch bisschen so meine Freunde, weiß ich nicht, als was ihr euch bezeichnet, aber ich darf ja offiziell Abonnenten zu euch sagen. Also, seid willkommen, schönen guten Tag. Ich hoffe, ihr habt die Gelegenheit, der brennenden, sengenden Sonne ein wenig aus dem Weg zu gehen. Ich habe mich heute auch ein bisschen brutzeln lassen. Ich war ein bisschen draußen, aber tatsächlich nicht viel, weil es ist. Also ich möchte nicht in der Sahara oder so leben, stelle ich immer wieder aufs Neue fest. Ich habe euch hier ein wunderschönes Exemplar mitgebracht, wobei, ob das jetzt selbst das schönste aller Exemplare ist, wage ich zu bezweifeln. Ich habe heute sage und schreibe den meisten Teil meines Tages damit verbracht, zu schlafen. Nee, ich bin tatsächlich länger wach, als ich heute geschlafen habe. Also nein, den längsten Teil habe ich mich mit Schlafen verbracht, aber den längsten Teil habe ich mit diesem Flugzeug verbracht. Ich bin dieses wunderschöne Teil geflogen. Natürlich nicht mit Aufnahmeprogramm im Hintergrund, aber um es eben kennenzulernen. Handbuch gelesen, Handbuch übersetzt, die wichtigsten Daten für mich rausgezogen, ein paar Dinge mir nochmal angeschaut. Und überlegt, was ich jetzt wichtig finde, euch zu erzählen. Erstmal, was ist das? Das ist von der Firma Norduin, der Entwickler von, oder der die Firma sozusagen ins Leben gerufen hat, hieß Robert Norduin. Und dieses Flugzeug hat er dann Northman genannt, getauft, was auf Deutsch nichts anderes als Nordmann heißt, bezeichnet auch so ein bisschen das Einsatzgebiet oder die Zwecke, für die es sozusagen entwickelt. Es ist gebaut, entwickelt, hergestellt für die rauen klimatischen und landschaftlichen Verhältnisse des Nordens Amerikas, also tatsächlich Kanada, die Gegend. Das Flugzeug kann man in drei Varianten haben. Einmal, wie man das hier sieht, mit Rädern, mit Skiern oder mit Schwimmern. In unserem Simulator ist es erhältlich mit Rädern und mit Schwimmern. Einmal sind statt dieser, ich sag mal, Standardbereifung solche dicken Buschwheels, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, die sind natürlich wesentlich größer. Bestückt und natürlich mit Schwimmern. Es hat mich tatsächlich, ich wollte doch mit Schwimmern, aber die Sache ist einfach die, das sieht bei Windows so grottenschlecht aus, dieser Wasserstart. Ihr kennt da meine Meinung zu der Geschichte, das tut mir immer so ein bisschen im Auge weh, keine Gicht, die Wellenbildung ist. Ja, ihr wisst es selbst. Die Northman ist mit voller Absicht als Hochdecker konzipiert. Natürlich ist es sehr, sehr viel praktischer, wenn man sozusagen auf dem Wasser landen möchte mit Skiern zum Be- und Entladen, wenn der Flügel einfach mal aus dem Weg ist. Und der Flügel ist nicht im Weg, ist er oben. Das Teil ist mit Türen auf beiden Seiten und vorne und hinten bestückt. Das heißt, das Ein- und Aussteigen ist absolut leicht gemacht, es ist absolut zugänglich überall. Die Passagiere sind oder die Fracht ist schnell drin. Es gibt auch Varianten mit einer sehr viel größeren Tür. Habe ich auf Bildern gesehen, ist in keiner Beschreibung aufgetaucht, aber tatsächlich gibt es das, weil sonst gäbe es ja die Fotografien nicht. Als das Flugzeug 1935 das erste Mal geflogen ist, hat man tatsächlich auch nicht so viele Auftraggeber gehabt. Die Royal Canadian Mounted Police, also die berittene Polizei von Kanada, hat in den ersten 5 Jahren 17 davon bestellt. 1942, da war ja der Krieg schon voll im Gange, wurden dann
746 von der amerikanischen Army bestellt. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Zahl. Tatsächlich wurden 980 Stück davon gebaut. Und das ist mein Häppchen, ne? Die Firma ist übrigens später in eine andere Firma übernommen worden, und zwar von der Canadian Car and Foundry Corporation. Ganz interessant, habe ich noch nie gehört, gibt es auch leider keine Einträge dazu. Aber vielleicht findet sich ja später mal irgendwas. Fangen wir mal an, weil das ist ein ganz schön dickes Ding, mal mit ein paar Daten um sich zu schmeißen. Übrigens, eine Sache ist, die Zuladung beträgt sage und schreibe 1427 Kilo. Das ist mal ein Batzen Gewicht, ne? Das heißt, hier kann man locker eine Cessna 152 und einen Piloten reinstecken, das würde gar nicht auffallen. Tatsächlich wiegt das Teil voll betankt, voll beladen mit allem Drum und Dran bis zu 3356 Kilogramm. Leer wiegt es 1929. Also, man muss sich mal vorstellen, wir sind nah dran, dass dieses Flugzeug fast genauso viel mit sich führen kann, wie es wiegt. Also das Verhältnis ist schon richtig wow. Für die damaligen Verhältnisse 35 entwickelt, ist das eine sehr große Zahl, die wir hier sozusagen transportieren können. Das muss man sich einfach mal ins Gedächtnis rufen. Jetzt guckt mal, wie schwer eine C47 oder eine DC3 ist und wie viel die an Gewicht mitnehmen kann. Das ist ein völlig anderes Verhältnis. Also für mich ist das hier tatsächlich so ein kleines Wunderflugzeug. Aber machen wir mal weiter. Das Flugzeug ist von vorne bis hinten 9,60 Meter lang und hat eine Spannweite von 15,70 Meter. Hoch ist es 3 Meter. Naja, das ist so. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Wir eine angegebene Höchstgeschwindigkeit von 260 Stundenkilometer, Dienstgipfelhöhe etwas über 5000 Meter. Ich finde das irgendwie gar nicht so wichtig, weil das sind so Höhen. Da fliegt man sowieso mit so einem Teil selten rum. Was ich wieder sehr interessant finde, eine Reichweite von über 1800 Kilometern. Das Ding kann aber auch mächtig, mächtig Sprit mitnehmen. Und als Triebwerk ist hier angegeben Pratt & Whitney R1340 AN1 mit 600 PS. Aber tatsächlich waren, ups, das wollte ich gar nicht so schnell machen, waren nur die allerletzten dieser Flugzeuge mit dem dicken, fetten Motor bestückt. Tatsächlich war normalerweise ein etwas kleinerer Motor drin mit 450 PS. Ich habe jetzt nicht im Kopf, welche Variante wir hier tatsächlich fliegen. Übrigens, das Flugzeug gibt es, habe ich ja gesagt, mit kleinen Rosenrädern und mit Schwimmern. Und es gibt es in, ich möchte jetzt nicht lügen, ich glaube, es waren sechs Bemalungen. Oder sieben und sechs Bemalungen in Light. Wenn dann steht Light, ist das sozusagen der einzige Unterschied, den ich gefunden habe. Wenn man hier reinguckt, hier haben wir ein helles Innenleben und bei den anderen Varianten ist ein sehr dunkles Innenleben. Ich habe erst gedacht, bei Light heißt, wir haben keinen Zusatztank, weil das ist eigentlich ein Zusatztank, den nur die militärischen Varianten hatten, die nach dem Krieg gebauten und nicht militärischen Varianten haben diesen 38-Gallonen-Tank nicht dabei. Ja, jetzt sitzen wir schon mal drin. Wir hopsen nachher wieder raus, aber warum sollen wir nicht mal das Innere genießen? Wir können natürlich eine ganze Menge bewegen. Wir haben vieles, wo sich was tut. Was ich ganz neckisch finde, wir können die Fenster aufmachen und zwar, indem wir mit der Maus nach oben gehen beim Kurbeln. Und da sieht man auch, wie der Rand vom Fenster sich nach unten bewegt. Die Fenster gehen auch nicht ganz aufzumachen. Hier auch mit der Maus nach oben. Und da sieht man,
den Rand vom Fenster. Das finde ich übrigens sehr toll. Oldtimer-Flugzeug mit durchsichtigen Scheiben. Nicht braun, blau, grün oder irgendwas gefärbt. Weiß, also durchsichtig. Einfach klare Scheiben. Und das ist von mir eine klare Ansage an Big Radials, die dieses Flugzeug ja sozusagen ins Leben gerufen haben für uns im Simulator. Man kann es im Marketplace bei Radials oder auf anderen Seiten kaufen. Und muss ich das sagen, ich mag dieses Flugzeug. Mir gefällt es außerordentlich gut. Und es hat ja auch ganz viele Gemeinsamkeiten mit eines meiner anderen Lieblingsflugzeugen, mit der DHC-2 der Willem Beaver. Auch kanadisch sozusagen, kanadische Wurzeln in der Entwicklung. Auch dieselben Bush-Flug-Gemeinsamkeiten. Wobei ich glaube, die DHC Beaver wurde etwas später gebaut. Ich habe darüber schon gesprochen, aber ihr wisst, ich habe einen Kopf wie ein Sieb. Ich kann mir nicht alles merken. Übrigens, nebenbei gesagt, auch hier gehen die Türen auf. Und ihr seht, die schwenken richtig komplett auf. Das heißt, die stehen nicht irgendwie halber im Weg oder sonst irgendwas. Die gehen richtig auf. Wir werden jetzt nicht fliegen, sondern ich werde einfach nur alles erklären, was irgendwie da ist, was geht, was nicht geht. Fliegen werden wir wann andermal, weil wir haben jetzt schon wieder 10 Minuten rum und ich bin noch lange nicht fertig. Nein, ich bin noch lange nicht fertig. Hier haben wir unser Tablet. Ich finde das so geil. Das macht mir so einen Spaß. Herrlich, herrlich, oder? Man kann es genauso wieder wegklappen, das zeige ich später. Hier haben wir den Autopiloten-Modus. Muss ich jetzt sagen, was ich davon halte? Ihr wisst es selbst, gell? So, zurück. Hier haben wir die Einstellung, wie wir starten möchten. Und ich kann euch sagen, es macht Spaß, dieses Flugzeug zu starten. Hier mit Ready to Go oder Ready to Take Off heißt es ja. Ja, muss ich was dazu sagen? Nein. Checklisten finde ich sehr cool, sind etwas vereinfacht. Also wir haben ja auch eine wunderschöne Bedienungsanleitung auf Englisch Manual, haben die Jungs von Big Radials richtig, richtig gut gemacht. Natürlich in Englisch. Für jeden, der das nicht kann, ich zähle mich mit dazu. Tut mir leid, Jungs. Das machen viele, weil es einfach international ist. Ich habe auch mit einigen jetzt geschrieben und die sagen, man kann sich das ja letzten Endes selber übersetzen. Klar, es ist ein bisschen Arbeit, aber wir haben ja sozusagen Programme, die uns dabei helfen, es zu übersetzen. Einerseits und andererseits sagen die, wenn wir irgendetwas updaten, dann müssen wir 3, 4, 5, 6 oder 10 Sprachen bedienen. So müssen wir nur eine Bedienungsanleitung bzw. ein Manual verändern. Und ja klar, passt mir das nicht in Kram, aber ich kann es natürlich verstehen. Okay, wir haben hier dann natürlich die verschiedenen Zustände vor dem, also wenn wir das Flugzeug betreten, wenn wir die Motoren einschalten, Start, Reiseflug und wir haben da sogar angegeben, welchen Druck, also wie viel Leistung wir einstellen, wie viel Propellerdrehzahl. Das finde ich schon sehr cool gemacht. Hier die Landung. Wir sollen uns den vollesten Tank aussuchen. Wir sollen den Propeller-Leveler auf volle Drehzahl und so weiter. So, wieder zurück. Und hier ist natürlich der Status. Das ist etwas, das ich sehr, sehr toll finde. Wir können hier die Frachttypen wechseln. Also wir können sozusagen auch Fässer transportieren, wobei die natürlich völlig ungesichert. Das ist immer das, was ich so ein bisschen, wo ich sage, Leute,
Die Passagiere haben keine Gurte. Die Fässer sind nicht angegurtet. Ich kriege mit dem Flugzeug in der Realität echte Probleme. Ich starte, beschleunige. Die Fässer haben schon den Hang nach hinten zu rollen. Aber spätestens, wenn ich die Nase hebe von dem Flieger, sind alle Fässer da und das ist mein Tod. Das wird kein Flugzeug schaffen, das Leitwerk so wieder hochzubekommen, dass die Fässer wieder in die Mitte rollen. Also warum kann man nicht, wenn man Fässer reinmacht, ein paar Gurte drumherum schneiden? Das würde doch deutlich realer und besser aussehen. Also so schön wie das Flugzeug ist, so dämlich finde ich, dass diese Fässer hier keine Befestigung haben. Und das ist auch, wenn ich jetzt umtausche und auf die Kisten gehe, das ist genauso. Das ist zwar enger, aber eine richtige Lösung ist das auch nicht. Und die nächste Frage ist, guckt euch mal die großen Kästen an. Wie sollen die durch die kleinen Türen gehen? Okay. Muss ich noch mehr fragen? Nein. Und ja, ich mag dieses Flugzeug. Ich mag es wirklich. Dann kann ich natürlich auch hingehen und kann sagen, okay, ich möchte Leute transportieren. Dann ist das hier ausgerötet, gegraut. Und wir haben hier, was ich sehr toll finde, die Sitze unten. Die können wir natürlich auch wieder wegklappen. Ne? Das finde ich wieder total cool. Und tatsächlich keine Gurte für keinen. Wir können 8, 9 Mann sitzen, mitfliegen, wie auch immer. Und was ich natürlich noch toller fände, wenn es tatsächlich auch eine Version gibt, wo, was weiß ich, sag mal so links und rechts Stuhlreihen sind. Das finde ich natürlich auch klasse, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch das gab. Aber das ist jetzt gemeckert auf hohem Niveau. Ich kann natürlich auch das hier machen. Und dann habe ich die eine Seite so, die andere Seite so. Ich kann natürlich auch hier, ich weiß gar nicht, ich mache mal für euch, dass ich mal in das Gewicht hineingucke. So, da sind jetzt Gewichte. Kann ich das jetzt verschieben? Können wir mal schauen, ob das Gewicht sich verändert, wenn ich. Ja, schaut mal. Also, jetzt habe ich das Flugzeug leer gemacht. Und da seht ihr dann, dass sich das Gewicht auch tatsächlich ändert. Hier kann ich auch die Türen schließen, ihr hört es, dann geht hier was zu. Das ist vorne so eine Kühlöffnung. Die können wir uns gleich auch mal anschauen. So, das haben wir auch durch. Ich finde das Ding so cool, auch mit dem, ich weiß nicht, wie man das nennt, dieser grüne Schatten, der da immer so über den Bildschirm wandert. Ihr wisst aber, was ich meine. Es ist einfach herrlich. Hier ist jetzt angezeigt, dass der Motor nicht betriebsbereit ist. Und hier ist nochmal ein Vorsichtszeichen. Ah, der Motor ist noch nicht gepreimt. Es gibt, die Zündung ist noch nicht an. Es gibt keinen Benzindruck. Und auch der Wahlschalter ist noch nicht richtig eingestellt, also jetzt braucht man den Motor noch gar nicht starten. Deshalb ist da auch die rote Lampe. Hier oben hingeklickt, ist das Ding wieder weg. Dann haben wir eine hochinteressante Sonnenblende. Wir brauchen ein bisschen strömlich. Das ist doch nicht cool. Also, jetzt werden sich vielleicht einige sagen, ja, nie braucht man das. Ich bin auch nicht der Freund, in so einem alten Ding mit sowas rumzufliegen. Ich fände jetzt hier so ein Saugnapf und ein Handy drin ganz cool. Übrigens gibt es ein paar relativ moderne neue Aufnahmen, wie so eine Crew, eine B29 fliegt mit Start, mit Anlassen der Motoren, die ganzen Sitze werden. Hammer, Hammer.
aber hammer cool. Allerdings weiß ich nicht mehr, wo ich das gefunden habe. Das war so beim Durchscrollen. Und wie ich gedacht habe, na ja, das kann ich ja mal in meinen Kanal einarbeiten. Ich finde es nicht. Ich habe noch ein paar blöde Shorts gefunden davon. Auch die sind schon cool gemacht. Jo, wenn ich jetzt hier vorne klicke, dann ist natürlich auch das Teil wieder weg. Aber ich finde es richtig cool. Wir haben die Möglichkeit, es zu benutzen. Und ich finde, da oben fällt es gar nicht auf. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass mich die Kiste da oben stört. Ich weiß nicht, ob da im Real irgendwas war. Ich habe so viele Bilder gesehen und egal, egal, macht euch keine Gedanken. Auch hier, wie sozusagen die Innenverkleidung vernäht ist. Herrlich. Das sieht mir nach Leder aus. Nicht mehr so ganz glatt. Auch hier oben vernäht. Das rote Licht funktioniert übrigens nicht, aber das weiße funktioniert. Also wir haben tatsächlich Schalter, nicht viele, aber ein paar, die nicht arbeiten. Hier ist zum Beispiel das Domlicht. Das funktioniert null. Kann man wieder ausmachen, damit wir die Batterie nicht leer machen. Und der Schalter hat jetzt keine Funktion. In dem Moment, wo wir Schwimmer haben, aktiviert das die Wasserruder. Ja. Dann haben wir hier natürlich hier oben ist der Zündschalter. Hier haben wir die Fluginstrumente, die wir brauchen. Das sind die Motorüberwachungsinstrumente. Wir haben natürlich auch Kompass und ein bisschen Navigationsgeschichte. Wir haben hier sozusagen einen künstlichen Horizont. Und tatsächlich weiß ich nicht, was das da drüben für ein Instrument ist. Ja, hallo, guten Tag. Also ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Spannungsanzeige ist. Aber egal, was ich jetzt hier mache, da ändert sich gerade gar nichts. Egal. So, dann wieder weg davon. Das hier ist auch noch. Damit können wir den Nose, das ist der Nose Shutter, damit können wir. Wenn wir jetzt hier drauf gehen und das Ganze nach oben bewegen, dann sehen wir auch, da an der Temperatur, da bewegt sich was, dass es natürlich jetzt im Stand schon irgendwas macht. Das finde ich irgendwie ein bisschen. Ihr seht auch da links das Temperaturanzeigegerät, da ändert sich auch was. Ja, also das hätte ich gemacht, nur wenn der Motor an ist. Aber naja, egal. Interessant wäre natürlich mal gucken, ob man da was sehen kann an der Nose. So, wir gucken da jetzt mal hin. Aha, ihr seht, hier ist so ein Blech und da könnt ihr auch die Zylinder sehen. Und jetzt passt mal auf. Jetzt mache ich mal den Nose Shutter zu. Ich schatte den Nose mal. Seht ihr? Jetzt haben sich sozusagen die so Gitter oder Bleche vor diese Schlitze geschoben. Jetzt ist der Motor sozusagen nicht mehr, wird er nicht mehr gekühlt. Im Winter ist es super wichtig, weil natürlich, wenn da vorne, ups, das war jetzt eigentlich nicht das, was ich wollte, im Winter würde der Motor viel zu kalt laufen. Das Motoröl würde gar nicht auf Betriebstemperatur kommen. Und über lang oder kurz würde der Motor enormen Schaden nehmen. Und deshalb ist das tatsächlich super, super wichtig. Ja, dann gucken wir uns den Flieger nochmal von außen an, weil natürlich gibt es noch ein bisschen mehr zu erzählen. Das Flugzeug ist gemischt bauweise. Der Rumpf ist aus geschweißten Stahlrohren im vorderen Kabinenbereich mit Aluminium beplankt. Und ihr seht ja auch die Motorhaube, da gibt es ein paar Nieten. Ansonsten ist das ein ziemlich glattes Flugzeug. Aber im hinteren Bereich, und das sieht man auch schon, ist das Flugzeug stoffbespannt, genauso wie die Leitwerke und die Tragflächen. Das ist natürlich jetzt ein klassischer Hochdecker abgestrebt. Und da kennt ihr ja schon, ihr wisst ja,
in dem Moment, wo ich diese Verstrebung habe, brauche ich mit den Häuben nicht so stark rangehen. Ich habe zwar einen etwas erhöhten Luftwiderstand, aber ich habe Gewicht gespart, indem ich halt die Holme nicht ganz so kräftig bauen und auslegen muss. Wir haben Querruder-Landeklappe und, kann ich das jetzt zeigen, ist, funktioniert das? Ach, obwohl kein Strom ist. Ihr seht, dass auch die Querruder sich mit nach unten bewegen. Finde ich, ist ein Traum. Ist ein Traum, ist natürlich im Flügel eine ganze Menge Mechanik, die auch anfällig ist, aber dass heute noch Flugzeuge rumfliegen, die 90, 80, 70 Jahre alt sind, heißt eigentlich, dass die Technik ja funktioniert und lange funktioniert, zuverlässig ist. Das Leitwerk ist, obwohl es eine Rohrkonstruktion ist, trotzdem profiliert. Das heißt, die haben hier im Prinzip vorne und hinten Rohre benutzt und haben dann zwischen die Rohre die Rippen geschweißt, die dann natürlich mit Sicherheit ihre Erleichterungslöcher haben. Das sind ja nur formgebende Teile, die nicht unbedingt sehr, sehr viel halten müssen. Sehr schön finde ich auch die Trimklappen, die funktionieren. Die arbeiten. Das heißt, in dem Moment, wo ich nach oben oder nach unten trimme, ich kann das ja mal gucken, ob ich das hier vorführen kann. Ich trimme jetzt mal Tiefe und ihr seht, wie die Trimklappe sich nach oben bewegt. Und das ist natürlich für mich absolutes Highlight, dass sowas funktioniert. Das finde ich richtig, richtig schön. Das macht mir Freude. Wir sehen es im Flug nicht. Aber am Ende, ja, das macht das Flugzeug ein Stückchen wertvoller. Ich sage, okay, ich habe dafür Summe X bezahlt und ich glaube, das kostet 20 Euro. Ich bin aber nicht sicher. Ich habe das ja wieder mal im Sale gekauft. Auch hier sehen wir dieses angeschlagene Scharniere für die Quer- oder für die Landeklappen. So viele Details, auch das Fahrwerk sehr schön gemacht mit Leitungen. Das hat mir sehr gut gefallen, dass wir sozusagen die Kühlbleche vorne sehen. Also rundherum ein wunderschönes Flugzeug. Ach ja, die Bauweise. Die Tragfläche hat zwei Kastenholme. Also wahrscheinlich wird hier der hintere Holm sein und in so Richtung Schwerpunktgeschichte wird der Hauptholm sein. Der ist auch normalerweise sehr viel stärker ausgeführt. Das Holz ist von einer bestimmten Fichtenart aus Kanada. Versteht sich natürlich, kanadisches Holz. Der vordere Bereich, und das sieht man auch so ein bisschen an der Welligkeit, also der vordere Bereich, das ist hier ungefähr bis hierher. Und unten im Prinzip auch der vordere Bereich sind Aluminium beplankt. Man sieht hier auch ein paar Paniten. Und ja, der Flügel ist ab. Also das meiste ist überwiegend Holz natürlich, aber wir haben auch tatsächlich ein bisschen Metall und ein bisschen Aluminium verarbeitet. Die Streben sind Stahlstreben in Tropfenform. Und damit sind wir eigentlich durch. Ja, ich habe euch in einer halben Stunde ein Flugzeug gezeigt. Wir sind keine Minute geflogen. Aber ich sag mal, das ist absolut toll, so viel über dieses Flugzeug zu wissen. Es ist spannend. Und ja, jetzt haben wir es uns auch von allen Ecken und Enden angeschaut. Ihr seht auch, dass die Seitenleitwerk und das Höhenleitwerk sind verspannt. Das sind keine Streben, das sind Verspannungen. Am Ende ist es ein kleines Wortspiel. Natürlich ist das jetzt eine gewisse Art, der unten und oben festgemacht wird. Und ob es dann verspannt oder verstrebt ist, ist letzten Endes egal. Die Funktion ist genau die gleiche. Ja, mir macht das Flugzeug optisch schon sehr viel Spaß. Und das, was ich herumgemäkelt habe mit der Beladung und so weiter. Das sind halt Sachen, die sind da, die stehen da und die sind auch definitiv nicht komplett korrekt. Aber trotzdem tut es dem Flugzeug keinen Abbruch. Es ist weiterhin ein schönes Flugzeug. Schaut mal,
ganz klassisch, ganz einfach. Das Flugzeug ist trotzdem schön, aber ganz gerade Scheiben. Nichts mit gebogener Plexiglasscheibe oder so. Einfach nur eine schöne gerade Scheibe. Manchmal sieht man auch einen gewissen Verschmutzungsgrad je nach Sonne. Aber das Coole ist von außen. Von innen sind die Scheiben relativ sauber, finde ich. Das ist cool gemacht. Es gibt auch je nach Sonneneinstrahlung ein bisschen Spiegelung in den Scheiben. Wir haben ganz krasse Alterungsspuren. Ich hätte gerne eine Bemalung, wo das Flugzeug etwas neuer aussieht, aber ihr kennt mich, ich mag es gern schön. Aber insgesamt, ja, ist das Flugzeug ein herrliches Flugzeug und der Startvorgang, und das werdet ihr im nächsten Video sehen, versprochen, es ist schon in Arbeit sozusagen. Ich sitze schon da und fliege, das andere. Ne? Während hier ich mit euch spreche, produziere ich parallel das andere Video. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht. Und, ups, was ist denn hier passiert? Und ja, ich freue mich auf das nächste Video. Das wird von hier sein, weil wir sind hier, aber das erzähle ich das nächste Mal an einer ganz bestimmten Stelle. Schön, dass ihr da gewesen seid, dass ihr euch die ganze Geschichte angehört habt. Bleibt gesund, passt auf euch auf und natürlich wie immer, Ade, euer Flieger Michael.